Herzlich willkommen zum Wochengruß Nummer 2303 vom Erlebniswochenende. Hier sitzt Team und Teile des Publikums und ich schwenke einmal durch von der Seite jetzt. In die Lücke komme gleich ich selber und man sieht sie alle und ich schwenke zurück und wir sind hier in der Kulturbrauerei und ich höre auf zu reden und setze mich hin und bin total gespannt, was ihr jetzt alle sagt. Daniel. Ja, ich bin auch ein kleines bisschen platt. Das war ein intensives Wochenende. Wir haben uns ja doch sehr intensiv mit der Erkenntnis auseinandergesetzt und haben, glaube ich, sehr viele Leute sehr viel glücklicher und sehr viel schlauer und sehr viel, ja, tiefer irgendwie gemacht. NLPiger. NLPiger, ja, das trifft es ganz gut. Gute Formulierung, ja. Und darum ging es ja auch, aber ich glaube, Caroline kann das sogar noch viel besser zusammenfassen. Ich gehe nicht in den Erkenntnisbereich, sondern in den Beziehungsbereich, weil ich habe mich gefreut, viele Leute wieder zu sehen, die man vielleicht alle paar Monate oder vielleicht auch nur einmal im Jahr sieht. Und es war ein schönes Treffen mit, wie viele Leute waren wir? Ungefähr 80, glaube ich, insgesamt. 80? Ja, 80. War super. Ja, auch für mich war es ein richtig tolles Erlebnis aus dem Handlungsbereich. Viel Übung, viel... Die Triade sitzt tun. Hier komplett. Ja, die Triade sitzt komplett, genau. Nein, es war richtig erlebnisreich, viel gutes Feedback bekommen, viele Leute bewegt, war richtig schön. Genau, ich mache dann gleich mal weiter. Also ich fand es auch, es war ein echt tolles Wochenende, ein Community-Wochenende für alle. Da war auch was für alle was dabei gewesen. Also ich fand es eine super ausbalancierte Mischung zwischen Vorträgen, Übungen, Pausen, wo sich die Leute connecten konnten, wieder treffen konnten. Und am Ende hatten wir, glaube ich, alle richtig viel Spaß. Es war lustig und ein richtig großes Ressourcen-Event. Ich gebe mal weiter. Ja, ich würde auf jeden Fall zustimmen. Es war so schön, neue Leute kennenzulernen, alte Leute wiederzusehen. Einfach mal so eine große Gruppendynamik mitzukriegen. Eigentlich wollte ich genau das Gleiche sagen. es ist toll, so alte Leute zu sehen, vor allem, weil ich bin so lange schon im Institut, halt seit 14 Jahren so. Und dann kommen so Leute auf mich zu, die ich gar nicht kenne und sagen so, ach Amena, ich kenne dich ja, seit du so klein bist und so. Und ich bin so, aha, aha. Und dann sagen die so ganz viele tolle, nette Sachen. Und dann bin ich immer so, es ist so toll, halt diese alten Leute zu kennen, also diese alten Bekannten zu kennen. Und halt neue Leute kennenzulernen, die man so noch nicht kannte und die man dann hoffentlich auch wieder sieht. Und es ist halt toll, einfach so diese Mischung aus alten Bekannten und neuen Leuten und dann, dass man neue Leute kennenlernt und halt, wie gesagt, auch alte Leute. Genau, und an sich war das ganze Wochenende auch toll, ja. Darf es an neue Alte abgehen? Ich habe es sehr genossen, nicht nur natürlich Ralf wieder zu lauschen mit seinen Erkenntnissen aus dem Bereich der Literatur und überhaupt, aber vor allem auch die ganzen Statements, wie es NLP das Leben der Leute verändert hat, vor allem bei den beiden Youngsters hier neben mir, war ich sehr, sehr beeindruckt, die es bitte in die Schule tragen, ganz viele tolle neue Übungen gehabt, ich bin nicht Knüller, ich bin Handlungstub, ich fliege hier raus voller Energie und gebe die Energie gleich weiter. Ja, ich war wirklich verblüfft. Ich fand es ganz toll, endlich das richtige, wahre, richtige NLP kennenzulernen. Weil das ist eigentlich das, was es ausmacht. Weil das war für mich ja vorher schon klar. Ich meine, ich kenne jetzt Ralf schon länger und weiß, wie wenig die Formate sind, sondern dass das NLP dahinter, das Verstehen, was da passiert, das war das Krasse. Das war so toll für mich heute wieder, das zu wiederholen, weil es einfach auch meine innere NLP-Welt wieder etwas auf Vordermann gebracht und ich werde weiter dran arbeiten. Danke dir. Ja, also was ich besonders toll fand, war, dass diesmal 7 Leute aus dem Assistententeam hier kurz vortragen konnten, 5 Minuten lang, was die NLP... Die 7 könnten mal kurz winken, welche 7 das waren. Die 7 haben erzählt, was... Ja, was NLP oder was Sie mit NLP in Ihrem Leben verändert haben. Und es war so faszinierend, wie unterschiedliche Themen da vorgekommen sind und in welchen Bereichen alles die Veränderung durch NLP möglich ist. Danke, Monique, das wollte ich auch sagen. Ich liebe dich. Ist das nicht interessant, als Handlungstyp zu sprechen? Ja, das ist echt total, das geht gar nicht. Aber ich habe einen Tipp für dich, ich gehe einfach ins Gefühl und spreche aus dem Herzen. Es war so schön.
Ja, es war wirklich schön. Vor allem die Gelegenheit zu haben, ja, und du hast auf der Bühne zu schauen. Genau, und ich habe neue Freunde gefunden. Mhm. Auch selbst einen Hund. Ja. Dankeschön. Ja, Tobi, unseren Seminarhund, also den schätze ich auch sehr. Schön, dass du ihn mitgebracht hast. Ressourcenhund. Ja, den behalten wir jetzt, das weißt du. Ja, also ich fand, es waren sehr schöne 5 Tage. 5 Tage? Ja. 5 Tage. Gefühlt. Ja, okay. Und nicht auf eine anstrengende, sondern auf eine intensive Art und Weise. Also ich fand aber besonders schön, jetzt als Assistentin auch im Vorlauf schon begleiten zu können, wie du so ein Seminar kreierst, aufbaust, probierst, also wie viel Arbeit auch dahinter steckt und wie viel Freude. Ich bin Handlungstyp. Ja, absolut. Ja, also wenn ich es bis heute nicht geglaubt habe, dann bin ich jetzt überzeugt. Mhm. Also es war mir ein großes Vergnügen und eine Freude. Dir beiwohnen zu dürfen und mit euch allen das zu kreieren. Wo du es schon sagst, du bist ja heute auch mal angezogen wie ein Handlungstyp, ja. Was auf jeden Fall auch ein neuer und gut war. Meine Tochter hat nur 2 Tage Motivationstraining mit mir gemacht und schon. und schon trage ich ein Jackett. Wahnsinn. Ja. Vielleicht auch eins, was passt irgendwann mal. Schade, dass du gerade kein Mikrofon hattest. Ich bin glücklich darüber. Das Mikrofon habe ich. Ja, für mich als eine von den Alten aus der Jablonski-Straße war es besonders schön zu sehen, ganz viele Leute aus den Ausbildungen von Ralf zu treffen, viele Leute aus meinen eigenen Ausbildungen und auch ganz viele neue, die wir in der Jablonski-Straße bisher nicht gesehen haben. Das ist natürlich immer sehr schön, auch zu sehen, wie viele Leute sich neu für NLP und für Ralf und seine Arbeit interessieren. Und es war wirklich ein richtig tolles Wochenende. Und ich bin auch der Meinung, wir sollten Tobi als Ressourcenhund auf jeden Fall wieder willkommen heißen. Wir müssen da Manfred nicht fragen, ob wir das dürfen, oder? Ich glaube, das war ein Ja. Ich schließe noch 2 letzte Infos an. Das nächste Erlebniswochenende ist im September und zwar am... Du bist so gut. Am 23. 24. September. Und das Thema dieses Wochenendes war Erkenntnis. Ich habe Erkenntnis modelliert und wir haben darüber ja auch im letzten Podcast geredet. Zu dem Thema. Das heißt, das kommt schon mal sicher nicht im September dran, weil es kommt immer ein neues Thema. Dienstag kommt unser Podcast zum Thema Timeline. Mhm. Und du machst auch gleich weiter. Am Donnerstag kommt dann dein Webinar zum Thema Timeline. Also wer sich für Timeline interessiert, ist herzlich willkommen. Tagmating Timeline. Sozusagen. Genau. Und dann kommt am Wochenende der Newsletter und dann geht es wieder so seinen gemütlichen Weg weiter. Jetzt am nächsten Wochenende ist Practitioner-Wochenende. Genau. So ist das. Und damit verabschiede ich mich und danke euch allen sehr, weil die meisten von euch waren Team an dem Wochenende. Auch den Teilnehmern danke ich sehr für das, was sie beigetragen haben. Und ich freue mich auf das nächste Mal. Und jetzt der Mann hinter der Kamera, der nicht sagt, wer er ist, heimlich bitte ich dich, während wir jetzt alle winken, auf den Knopf zu drücken. Tschüss.